So, wir sind im Game, Leute. Die finale Runde Valorando gegen Wie nenne ich mein Team. Viel Spaß in der finalen Runde. Und wir geben jetzt nochmal richtig Gas hier. Team Valorando ist in der Offensive zuerst. Sag mal die Teamnamen hier switchen. Ach, Valorando ist Attack. Das ist rechts. Das ist korrekt. Valorando ist rechts. Aber ich werde tatsächlich danach noch für eine Runde. Also ich zock danach noch eine Runde. Mir scheißegal, wie gut ich aim. Ich habe richtig Bock zu spielen, ey. Wenn du das immer siehst. So, oh, wie der da flasht. Und dann geht er noch rum und so. Und dann dieser Backstep. Da muss aber erstmal noch Stream neu starten und so. Also, ja, vielleicht können wir noch eine Runde selber spielen, die tatsächlich. Minute, Delay würde mich da jetzt nicht jucken. Nö, ich starte einfach den Stream neu. Ich mag den Delay ja nicht. Ja, für eine Runde oder zwei geht das auf jeden Fall gut. Ja, ich denke, ich werde dann auch dann halt... Dann streamsnipen sie mich wenigstens mal nicht, ja? Deswegen verliere ich nämlich immer. Genau, klar. Ja, aber können wir dann theoretisch noch machen, so. Sollen wir jetzt eh schon also pennen. Okay, aber jetzt erstmal zur Runde. Team Valorando in der Offensive und Team... Wie nenne ich mein Team in der Defensive? Team Valorando hat schon gerade Andeutungen gemacht von wegen, ah, rip my prize money und so, nach dem Motto, ah, ihr gewinnt sowieso. Aber so sehr würde ich noch nicht mal sagen, unbedingt ist das hier der Fall. Ja, ich würde Ihnen auf jeden Fall gute Chancen zurechnen. Wir müssen halt schauen, wie das mit der Operator hier abläuft. Sie haben sie so oft und so, in so wichtigen Runden war sie da für ihn, für sie. Wenn sie die verlieren, dann sind sie eben pleite und das darf nicht passieren. Ja, so sieht's aus. Slacker hier mit dem First Kill gerade, aber kann sofort gecountert werden. Double Kill hier gerade für die Defensive. Sonix kann ja auch noch einen rausnehmen. Lacker auch down und Lacker rausnehmen ist hier wahnsinnig wichtig. Rex schnappt sich hier von Lacker die Sheriff. Ja, da hatte Dalu noch die Mitte gecheckt mit seinem Roboter und gleichzeitig ist er auf C gegangen, um da zu helfen. Jetzt fragen sie sich langsam, wo sind die eigentlich? Ja, die müssen noch langsam mal kommen und sie kommen in die Mitte. Sonix ist gestunt, er versucht zu flashen. Beide Breaches flashen sich gegenseitig, aber Sonix ist hier in der besseren Position am Ende und kann Braxco mitnehmen. Chris kriegt nochmal einen Counter-Kill auf Sonix hin. Nuki mit dem Kill auf jetzt Chris und jetzt ist es nur noch Rex ganz alleine, holt hier nochmal einen Kill auf Dalukat mit einem schönen Shot, aber Nuki macht hier einen Triple-Kill, wieder einmal die alte Legende, unglaublich. Die Piste durch die Kante. Mit der Ghost machst du da auch immer noch respektablen Schaden, das hat man gerade auch gesehen. Sehr starker Anfang. Ich hoffe, dass sich das Team um Braxco jetzt nicht davon entmutigen lässt. Sie haben ja eben, wie du schon gesagt hast, so Andeutungen gemacht, natürlich spaßeshalber. Aber man weiß, dass aus Spaß schnell ernst wird, vor allem wenn es ums Gaming geht. Ich glaube, da brauche ich niemandem was Neues erzählen. So sieht's aus, vor allem natürlich in so einem Turnier, wo es auch um Preisgeld geht. Ich meine, jeder vor dem Gewinnerteam kriegt halt 100 Euro, also 500 insgesamt. Und die Zweitplatzierten haben hier schon 250 Euro sicher. Da ja. Geht's aber einfach um ein bisschen Kohle. Ja, und dann hast du halt ein schönes Essen oder vielleicht einen Kurztrip irgendwo hin, dir finanziert, einen schönen Abend mit der Liebsten oder den Liebsten. Je nachdem, kannst du dir auf jeden Fall mal was rauslassen. So wie es halt dann gerade in dem Moment passt, wie man Bock hat. Braxco wird jetzt hier über die Double Doors pushen, wartet natürlich noch. Jetzt kommt hier die Flash rein. Ne, er haut den Stun durch. Und da kommt er auch schon. Hat hier wahrscheinlich die gegnerische Race erwischt. Ja, und jetzt wissen sie komplett gestunt. Jetzt wissen sie auch, von wo sie hier gerade kommen. Ah, schöner Pfeil auch im genau richtigen Moment. Aber jetzt sind sie stuck im Double Door und das haben wir vorhin schon gesehen. Das ist eine gefährliche Area. Jetzt drehen sie sich nochmal um. Sonix kann hier nochmal einen Kill mitnehmen auf den Lacker. Double Kill von ihm. Er wechselt nochmal auf die Pistole, nimmt den Rex mit. Aber da geht Sonix down durch Kaint. Jetzt kommt hier die Wall von der Defense Stage. Dadukat hier. Schöner Kill auf jetzt Chris. Und er sprengt hier nochmal die gegnerische Stage weg. Holt hier nochmal einen Kill. Double Kill von ihm und Nuki. Runde das Ganze ab mit dem Kill auf Braxco. 4:0 hier. 2:0 in Punkten, 4 Leute noch am Leben. Wahnsinn, also auch hier sehr dominant erstmal wieder das V-Team. Da war Sonix ganz schön am Schwitzen in der Ecke, da haben sie alle reingehalten. Er hat es irgendwie erstaunlich lange überlebt, weiß gar nicht, wie er das geschafft hat. Und am Ende, ja, hat das so viel Aufmerksamkeit und Zeit vor allem gekostet,
dass dann aus der Eco nicht mehr viel geworden ist. Aber wie gesagt, es war eine Eco. Jetzt wird es erst richtig interessant. Dalu hat noch eine Spectre dabei. Wir haben auch noch eine Bulldog bei Sonix. Sie haben also nicht so viel Geld investiert. Oh, ein schöner Flash gegen Trilux an Alang. Da wird er schön zurückgedrängt. Ja, können aber gerade noch nicht viel daraus machen. Konnten noch nicht wirklich engagen. Sind jetzt hier gerade noch auf Alang und gehen jetzt hier gerade erstmal wieder zurück. Sichern gerade nach hinten ab. Wollen hier gerade gucken. Aber schau mal, da hat Sonix jetzt schon zwei Skills rausgelassen. Das war es auf jeden Fall wert. Und der Omen ist auf C-Langen-Position gerutscht. Da könnte Lacker auf jeden Fall noch was mitmachen. Ja, er wird nur keinen Gegner vor sich haben. Hier wird gerade von Cypher einfach die Cam abused. Sie wollen wieder über Double Doors gehen. Und bisher muss man wirklich sagen, ne, ist ja Double Doors eigentlich für sie der gefährlichste Punkt, weil sie sofort gesandwiched werden. Da geht es nochmal dann rein. Der gleiche Engage wie gerade eigentlich. Los jetzt eben mit Waffen. Mal schauen, wie es ausgeht. Dalu unter Druck. Er hat aber Gobbe bei sich. Und jetzt ziehen sie sich nochmal aus dem Spot zurück und sagen, wir gehen auf Retake. Ja, jetzt gerade hier alles rotiert, natürlich alles am Start. Da kam schon der Call. Wo ist hier was? Lacker Kane nimmt den Kill mit Dalukat hier blind und den Double Kill. Einfach mal so, während er blind ist, weil er ist Dalukat, er kann das. Macht den Triple Kill noch draus, wirft dann die Nate hinterher. Und jetzt ist ein 2-on-2 jetzt. Dalukat mit 3 Kills. Sonix nimmt hier nochmal einen mit und jetzt hier It's Chris. Die down geht Brexco im 1-on-1 gegen Dalukat. Ja, Brexco versucht zu stunnen. Dalu hat seine Ult gerade noch reingebolzt. 9 Sekunden auf der Uhr. Brexco muss jetzt planten. Aber er schafft es noch. Er schafft es noch. Die Bombe wird geplantet und jetzt ist Dalukat in Zugzwang hier. Er haut hier aber den Kill raus, macht den Quadra voll. Das ist unglaublich. Dalu ist eine absolute Legende wieder. Boah, er war vor allem so mega Gold. Also Gold geht's, also da sind die Source Flashes ja ein Kindergarten dagegen, wie Gold Dalu gerade war. Und er hat mit der Spectre 2 Kills im Spray Transfer gemacht. Das schaffen manche Leute nicht mal mit Aim Assist. Und er hat das komplett blind gemacht. Ja, es juckt ihn einfach nicht. Und vor allem auch mit der, ich mag die Spectre ja gar nicht. Mit der gambling Spectre nenne ich sie, sag ich mal. Ja. Wahnsinnig gut hier wieder auch. 3-0 für das V-Team. Ja, da haben sie aber auch schön executed. Sie haben auch nochmal so eine kleine zweite Welle gemacht, dass die Verteidiger sich selbst anzweifeln. Und ja, dann zerstört Dalu da ihnen die Runde. Ich hätte es ihnen gegönnt. Das war ein schöner Execute. Ja, der war wahnsinnig gut. Ich habe den Spike. So, Spike wird hier aufgenommen. Und jetzt pushen sie hart auf A gerade. Der wird aber schon rotiert. Sie waren ein bisschen zu laut hier. Sind natürlich aufgefallen. Ja, sie versuchen Trilux nach hinten zu drängen, um ein bisschen mehr Kontrolle an A zu bekommen. Oh, Kane geht hier nach vorne, aim zu tief und Trilux macht hier den Double Kill. It's Chris kriegt einen Counterkill auf den Trilux. Aber damit ist natürlich die Offensive wieder im Nachteil. Jetzt kommen hier die Smokes auf den Punkt, aber die Defensive steht schon bereit. Einer am Heaven wird hier zugesmoked und auf dem Punkt rennt schon die Sage rum. Ja, dann noch Sonix oben im Heaven mit Flash und mit seinem C reingehämmert. Und dann der Backstep noch vom Cypher. Gobbi. Oh, Gobbi macht hier den Kill auf It's Chris sogar. Damit ist der Spike gerade erstmal down. Oh, Rex kann ja aber Gobbi auch rausnehmen. Deck punishen. Es ist 3-2. Ist noch was drinnen. Vor allem hat Omen jetzt Position am A-Spot. Aber leider hat Lacker nur eine Sheriff dabei. Aber wir wissen, wie gefährlich Lacker mit der Sheriff ist. Wird jetzt hier gleich auf dem gegnerischen Breach treffen, der hier aus dem Heaven gleich rauskommt. Und mit ein bisschen Pech sieht er ihn gleich. Sie rechnen nicht mehr damit, dass hier noch einer ist. Und Sonix ist hier, nutzt das gnadenlos aus, nimmt hier den Kill auf Rex mit. Und jetzt muss hier platziert werden. Und da wird platziert. Breach kommt hier aber schon an und kann hier sofort Lacker auch da rausnehmen. Es ist 4-0. Super koordiniert. Super edel. Das Timing von Sonix. Der Spray von Trilux. Es hat jetzt gerade echt alles irgendwie gegen Brexco und seine Mannen sich verschworen. Sehr schade, dass Sonix dann genau in dem Moment aus dem Window rauspiekt. Ja? Der hat lange nicht geschaut. Und genau als Rax zum Spot kommt, um zu planten, genau ausgerechnet auch noch der Spieler mit der Waffe, wird sofort gepickt. Superschöne Shots. Jetzt geht es wieder eine Waffenrunde. Eine Full-Buy.
Und wir sehen diesmal auch nicht so viele Operators, logischerweise, sind hinten. Sie haben nicht diesen Luxus, den sie vorhin hatten. Und da sieht man dann auch schon, liegt es vielleicht auch daran, dass sie nicht so gut auf die Spots kommen, dass sie keine Operator dabei haben. Die Operator, die ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Ich finde aber eher für die Defensive, in der Offensive meistens ein bisschen schwerer zu nutzen. Ja, Kane hat sie vorhin halt trotzdem so oft benutzt und so oft so gut benutzt. Vielleicht haben sie sich da ein bisschen zu sehr drauf eingespielt, weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt das Problem, wenn du halt dann von der Waffe abhängig bist, die halt einfach 4500 kostet, die teuerste Waffe im Spiel, dann hast du natürlich ein Problem. Ja, manche Skins sind natürlich noch teurer. Ja, der 100 Euro gefühlt Op-Skin. Und da wird auch B schön geblockt von Dalu und Nuki. Der schaut jetzt auch mal in die Mitte. Sehr geduldiger Aufbau. Nur noch 45 Sekunden auf der Uhr. Sie wollen durch Double Door auf den C-Spot. Da kommt die Ultimate schön gerade rein. Sollte hier auf jeden Fall ein bisschen was erwischt haben. Oh, Counter-Ultimate hier gerade von der Defensive. Rex Go mit dem First Kill auf Dalukart. Dalukart rauszunehmen ist so wichtig. Hier kommt eine Ultimate nach dem anderen. Absoluter Clash hier gerade. Vier Leute auf dem Punkt der Offensive. Fünf Leute sogar. Das Problem war, bei der Counter-Ult gerade vom Breach von Sonix, er hat alle getroffen, aber es war niemand da, der irgendwie reingehen konnte. Das war sehr schade. Das konnte keiner ausnutzen auf jeden Fall. Ja. Oh, hier wird schon nach hinten auf CT geaimt und abgeschossen, aber Nuki! Nuki und Sonix kommen hier von hinten rein. Rex und Bresco sind hier raus. It's Chris und Lucker counter das Ganze nochmal. It's Chris mit dem Double-Kill. Triple-Kill! Er macht drei Headshots hintereinander. Der muss doch anhaben. Guck dir da mal an. Damn, ich war gerade auf den anderen. Richtig unglücklich, deswegen will ich den Auto-Director auch hier haben. Für so Online-Games ist das immer ganz nett. Aber eine schöne Runde, wie gesagt, sie haben alles perfekt getimed. Ihre Ult hat den Spot gestunt. Sie haben schnell reagiert. Die Brimstone-Ult zum Beispiel, die gegnerische, hat gar nichts gemacht. Weil sie schon längst durch waren. Sie sind ja komplett vorbeigegast. Hier ist die Ult rein auf den Verbindungsgang, auf den Connector zwischen Window und C-Spot. Und die waren schon längst auf C drauf. Das ging richtig flott. Vielleicht ist Schnelligkeit der Schlüssel. Ja, sie sind auf jeden Fall jetzt wahnsinnig schnell unterwegs hier. Und wir haben auch schon den Omen hier auf dem Punkt. Jetzt Chris mit dem First Kill auf Trillux. Chris macht einfach so weiter. Der Chris, der schießt ihn nur auf den Kopf. Also sein Aim hätte ich auch gerne. Auch das würde ich gerne nehmen. Ja, also, naja, du kommst da schon noch hin, ja? Du spielst schon mal die richtige Kombination zwischen Sova und Guardian. Und da geht er jetzt Backstab. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn wirklich brauchen werden. Ich muss aber anmerken, ich habe schon Sova Guardian gespielt, bevor es cool war, ne? Ja, ja. Weiß ich, kann ich bestätigen. So, 3 gegen 4 jetzt gerade. Defensive ist unterlegen und sind hier natürlich in Zugzwang. Chris hier mit dem Triple Kill! Quadra Kill von Chris! Er nimmt hier eine nach dem anderen mit! Und Brexco gönnt einfach nicht und nimmt hier Nuki mit und lässt hier das Ace von Chris alt aussehen. Einmal mit echten Teammates, ja? Vor allem waren das, glaube ich, auch noch alles 4 Headshots. Das macht es natürlich noch schöner. Es war aber auch gegen eine Anti-Eco. Wird nicht so extrem dagegen gehalten. Trotzdem beweist er eben seinen Skill, den er von PUBG oder den er schon in PUBG gezeigt hat. Ja, 4 zu 2. Das ist das erste Aufbäumen. Ist das das erste Mal, dass hier richtiger Gegenwind weht für das Team, wie wir es nennen wollen? Ja, für das V-Team. Das V-Team. Decke Gebiet auf. Sonny's gerade vorne mit 9 Kills und Chris mit 9. Jetzt dürfen sie aber auch nicht zu hoch fliegen. Sie müssen sich weiterhin auf ihre besonnene Art verlassen. Durchkämpfen, schau mal, wie weit Trilux gerade auch schon vor ist. Kein Entkommen! Oh, da kommt die Ultimate gerade von Chris, glaube ich. Sonix hier im Fokus. Aber er kriegt hier keinen Kill raus damit. Auch nicht von Chris. Trilux ist noch weiter durch, schau mal. Auf der Map. Sie gehen Double Door durch auf den C-Spot. Und da gehen sie jetzt gerade sogar ziemlich aggressiv rein. Sind sie auf dem Punkt schon, da kommen jetzt gerade die ersten Kills. Da sind 4 Leute schon down. Da kommt nochmal ein Ultimate. Nuki nimmt nochmal den Rest mit unten einen Kill. So. Da ist aber sehr viel los gerade. Jetzt ist ja die Runde, habe ich auch nichts mitbekommen. Hier war alles überall Action. 4 gegen 4 gerade. Sie gehen hier über CT. Trilux nimmt hier nochmal einen Kill mit auf It's Chris. Dalu ist wieder komplett Gold. Diesmal macht er nicht gleich 2 Kills, nur einen.
Aber Nuki ist ja auch noch da. Nuki kann nur nicht den Rex rausnehmen, das reicht nicht. Jetzt ist Sonix in Zugzwang. Er muss hier alleine das Ganze regeln. Hat hier vielleicht die Stunts den Stun getroffen, aber kann ihn nicht wirklich nutzen. Bitte von zwei Seiten engage und das reicht nicht. Rex mit dem Triple Kill. 4-3. Wow. Das, diese Schlagabtausche, egal, ich tausche auf jeden Fall alles. Und die haben sich gerade die Kills getauscht, ohne Ende. War richtig schön zu sehen, wie auch Dalu dann wieder auf den Spot geht mit dem Support. Und am Ende war Rax mit dem Triple dabei. Und in dem Duell gegen Sonix hat man gut gesehen, wie Rax auch den Winkel wieder genommen hat. Er zieht sich zurück und geht dann erst wieder nach links. Nicht direkt wieder nach links, sondern dann wieder zuerst die Schulter sieht. Wir haben hier zwar nicht so den Augen-Links-Rechts-Vorteil wie bei CS, aber den Schulter- und Winkelvorteil, den hast du natürlich immer noch in jedem Ego-Shooter. Decke Gebiet auf. Ja, den Vorteil muss man halt nur zu nutzen wissen. Und hier kommt der Slow direkt auf Mitte bei B. Noch sind sie nicht entschieden, wo sie hingehen wollen. Spike liegt gerade noch am Boden und Lacker ist hier gerade auf C lang. Ich habe den Spike. Wir gucken, ob er irgendwo einen Kill kriegen kann. Aber er sieht gerade hier niemanden. Keiner piekt hier gerade. Er hat die Operator wieder in der Hand. Und jetzt wollen sie hier auf C gehen. Er callt gerade wahrscheinlich, jo, ich habe hier C im Griff. Da ist gerade keiner. Er könnte natürlich auch von rechts engaged werden jetzt. Und, ja, und oh, Sova ist hier gerade in der bösen Position. Der Chris, der steht hier gerade alleine. Willi, die sehen sich sogar noch fast. Wahrscheinlich kann mir der Call so, oh, ich habe schon gesehen. Und oh, er holt hier blind den Kill. Braxco nimmt ja auch noch den Kill auf Cypher mit. Er hat schon gewartet, dass sie rauskommen und er hat hier im Stun den Kill geholt. Wahnsinnig gut. Dalukat jetzt hier auf den Punkt, holt hier den Double Kill sofort. Das könnte hier sehr, sehr wichtig gewesen sein, dass er hier die zwei mitnimmt, vor allem mit seiner Sheriff. Da kommt nochmal der Schuss rein mit der Ultimate, kriegt aber keinen Kill. Sonix kann hier nochmal Chris rausnehmen und sie machen es gerade in der Eco mit den Pistolen. Laka steht hier aber gerade auf dem C-Langspot. Trilux hier ganz alleine jetzt gegen Laka und gegen den Breach. Und Breach stunt ihn hier zwar, aber wenn er jetzt noch eine Waffe findet, könnte das gut werden. Nein, er kann aber nicht defusen, weil Laka schon in Position steht. Und das ist das 4-4. Sie gleichen nochmal aus. Huiuiui. Ja, wir reden über die Operator und da ist sie auch gleich zur Stelle. Gleichzeitig hat Dalu es wieder geschafft, aus irgendeinem Zauberhut seinen Double Kill auf dem C-Spot zu ziehen. Wenn er damit der Ult auch noch Laka killt, ist die Runde vorbei. Also wir müssen echt weiter vorsichtig bleiben. 4-4. Beide Teams machen die Runden knapp. Auch wenn es dann, ja, mal ein 2-on-1 ist oder sowas oder ein 3-on-1 und die das kontrolliert runterspielen, ist die Möglichkeit, es ist immer ein Zünglein an der Waage, das den Unterschied macht. Es ist wirklich absolut knapp hier und alles kann passieren. Da hat er die Cam schon entdeckt. Der Lacker, er steht wieder auf C und hat hier die Cam nicht ganz erwischt. Sucht hier die Cam, findet sie aber nicht. Währenddessen engage schon mal auf Double Doors. Die rennen hier extra nicht durch die Drahtseile. Double Kill, Triple Kill insgesamt von der Defensive. Und das sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Lacker versucht hier irgendwie wegzukommen und seinen Operator zu saven. Schießt hier nochmal blind rein in den Smoke. Sind noch zu zweit gegen 5. Also ich glaube nicht, dass sie das hier versuchen werden. Sie werden wahrscheinlich das Ganze saven. Wobei Geld haben sie genug. Und Lacker holt hier nochmal durch den Mini-Winkel den Kill auf Dalukat. Rex nimmt nochmal den Trilux raus. Ich und damit genau, ist es gerade 3 gegen 2. Die beiden wollen es hier nochmal versuchen, wollen nicht saven. Sie haben genug Geld. Und jetzt sehen sie nochmal die Positions der Gegner. Auf den Punkt aber wartet die Sage schon. Nuki kann hier Rex denyen. Oh, schöner Shop von Lacker hier. Flickshot über die linke Seite. Und jetzt geht er dann auf den Punkt und sie engagen jetzt hier den Lacker. Lacker natürlich brandgefährlich. Der hat die Operator mit dem Spike aufgehoben. Will jetzt hier platzieren. Hat hier gefaked. Wartet jetzt auf den Engage der Gegner. Und da ist aber einfach Goppy etwas schneller und kann hier damit den 5. Punkt für das V-Team holen. Sein altes Teammate und Ingame-Leader, Mentor und Idol hat ihn da gerade das 2-on-1 denied. Sehr schön gespielt von Lacker trotzdem. Gleichzeitig muss ich auch noch so kleine Sachen, ja, Sonix zum Beispiel ist von C nach A rotiert und als der Cypher seine Ult hochgeladen hat, ist Sonix nochmal umgedreht, um weiter wegzulaufen, damit er weiter weg ausschaut, als er dann im Endeffekt ist beim nächsten Mal. Also
diese kleinen Feinheiten schon zu sehen und das nach nur ein paar Wochen im Game, super cool. Ich denke, da werden wir noch viel mehr Tiefe in diesem Spiel bekommen. Und oh, Deluxe, da gehen ganz viele Leute. 5 Leute hier natürlich gerade, Hardpush auf A, da kann auch der Trilux nichts machen mit seiner Operator. Die Wall geht hier gerade rein, die sitzt aber nicht allzu gut. Nuki kann hier nochmal X-Crits rausnehmen und jetzt ist es hier gerade ein 4 gegen 3 für die Defensive. Aber die Offensive ist schon auf dem Punkt, haben den Spike allerdings nicht dabei. Die Frage ist jetzt nur, die haben den Spike ja nicht dabei. Die Frage ist jetzt nur, hat die Defensive das mitgekriegt, dass sie den Spike nicht dabei haben? Sonics will jetzt gerade hier den Heaven engagen, wird hier gleich auf Lucker treffen. Wobei, ne, Lucker wartet gar nicht mehr drin. Rex und Lucker hier nochmal mit den Kills. Dalukado und Nuki sind down. Da kommt die Ultimate gerade von Breach rein. Die Ultimate auf den Punkt, die sitzt hier gut. Und Lucker sitzt hier gerade unter dem Highground. Ja. Gobi währenddessen von hinten wieder den Spike gekillt. Das kann ja nie wahr sein. Jetzt ist er aber alleine gegen 2 mit 40 Sekunden. Die können sich jetzt Zeit lassen. Sie können das jetzt richtig schön planen und durchtimen. Ja, den Spike haben sie aber immer noch nicht. Ja, und jetzt müssen sie halt gucken. Er macht jetzt hier nach links den dicht. Aber Lucker ist hier so schnell unterwegs und macht damit sein Triple Kill voll. Er steht 5-5. Was für ein spannendes Finale gerade. Abgefahren. Also es geht auch wieder hin und her. Das Lustige war ja, dass Trilux sozusagen den letzten in der Gruppe gekillt hat, der den Spike getragen hat. Und weil sie ihn gerefragt haben, sind alle sofort durch, was ja auch richtig ist. Ja, wenn du diesen Kill machst, weißt du, auf dem Spot steht wahrscheinlich keiner mehr. Das heißt, du kommst schnell auf den Spot, kannst dich dann schon mal einigeln und normalerweise auch planten. Aber weil er den letzten gekillt hat in der Reihe, hat niemand mehr dran gedacht, dass sie den Spike mitnehmen sollen. Und dann kommt auch noch Gobbe von hinten und killt den Spike nochmal. Also das, ja. Wenn sie die Runde verlieren, dann sind sie so super mad. Natürlich, Brexco jetzt hier, First Kill, Dalukard. Gehen hier über Double Doors, holen hier den First Kill. Und jetzt wollen sie hier direkt schnell auf C engagen. Follow-up-Kill hier nochmal von Kaint, aber Counter-Kill hier auch nochmal von Gobi. Gobi aber von hinten, wird von Kaint erwischt. Hat hier nicht mehr aufgepasst. Nuki kann jetzt nochmal Lucker denyen. Es ist ein 2 gegen 3 im Favor für die Offensive. Trilux und Nuki gerade. Nuki schon on point. Ist hier im Fight. Kaint mit dem Triple-Kill. Und es ist nur noch Trilux jetzt gegen 3 Leute. Und das könnte das erste Mal sein, dass wirklich auch hier das V-Team in den Rückstand gerät. Ja, das erste Mal sogar im gesamten Turnier, oder? Bin ich da schief gewickelt? Im gesamten Turnier. Oh, er springt hier über den Drahtseil drüber und damit rechnet keiner von denen. Aber Trilux kann das hier nicht voll machen und Kaint macht einen Quadra-Kill insgesamt. Wahnsinnig gut. Sie sind zum ersten Mal behind und jetzt beginnt der Schwitzer-Modus bei Gobi und den anderen. Sie waren noch nicht einmal behind dieses Turnier. Wie schwer es sein kann, jemanden zu modden, gerade bei mir im Chat. das ist echt eine unerwartete Entwicklung. Ja, wie gesagt, auch von Team Brexco. Sie haben ja gesagt, rip my prize money. Aber das machen sie gerade gut. Ja. Weiß jetzt auch gar nicht, was könnten die Verteidiger machen? Vielleicht, also Trilux kriegt ja immer ganz viel Information und Position. Das ist auch schön so. Das kann er auch weitermachen. Aber dann abusen sie diese Reaktion darauf so schön. Also den A-Spot haben die echt immer sehr schön in Kontrolle. Ja, Trilux geht hier auch weit nach vorne. Sieht jetzt hier auch schon den Draht. Muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Kann den Draht weder, kann weder crouchen, noch kann er drüber springen. Aber wie heißt das, wenn man sich so unter dieser Stange durchwälzt? Ja, Limbo? Limbo, was? Das wäre seine Möglichkeit gewesen. Ja. Da fehlt aber die Musik für leider, ne? Also. Oh, er hat da den Kopf gesehen vom Window. Oh, er kommt von hinten rein. Aber er trifft nicht, leider. Brexco schafft es, hier nochmal einen Kill mitzunehmen auf Trilux. Spritz ballert hier nochmal random gerade rein, versucht hier irgendwie Wall zu bangen. Weiß, die Sage steht dahinter. Lacker mit der Operator wieder. Die entscheiden sich gerade noch nicht, wo sie hingehen wollen, aber sie haben nur noch 35 Sekunden. Langsam wird es zeitlich etwas eng. Sie vermuten jetzt gerade schon aus der Defensive, dass sie auf A gehen. Man sieht schon, der Breach sneakt da gerade schon ein bisschen rum. Aber jetzt gehen sie auf C. Und da kommt der Sonar Arrow vom Chris. Geht jetzt hier auf den Punkt. Sie wollen gucken, wo sind sie. Stun geht direkt hinterher. Schöne Verchainung hier der Skills. Und da sehen sie jetzt hier gerade, da ist die gegnerische Sage, die hier sofort down geht. Double Kill gerade von der Offensive. Oh, Ultimate von Dalukard geht rein, aber die reicht hier nicht. Dalukard kriegt aber noch einen Kill mit der auf Lucker. Und nochmal schöner!
Was für ein Nate-Kill war das denn? Er macht mit der Q, macht er den Kill. Daluk hat Triple Kill insgesamt. Und er holt den Quadround, holt hier den 6. Punkt für sein Team. Was ist das für ein Comeback? Willst du mich gerade verarschen eigentlich? Daluk hat. Lass die armen Menschen doch mal in Ruhe, Dalu. Der schmeißt das C4 über die Box, damit rechnet ja niemand. Chris hat davor noch einen wunderschönen Headshot gedrückt und Dalu mit der auch der crappigsten Gammelwaffe. Also echt, mir sind eigentlich gerade schlimmere Worte im Mund rumgeflogen, aber das war ja abnormal. Richtig geil. Das war mega insane. Also Dalukard ist eine absolute Legende gerade hier. Was der hier reißt, ist Wahnsinn. 15-9 hat er gerade in Stats. Boah, da kann, wie nenne ich das Team, auf jeden Fall von Glück reden, dass sie Dalu bei sich im Team haben für diese Runde. Und die war so wichtig. Jetzt die Pistol. Auf dem B-Spot schon ein kleines Scharmützel. Ja, Laka kriegt hier sofort ziemlich viel Nate-Damage rein. Laka auf 65 HP. Auf A und C gleichzeitig. Wo rotieren die Verteidiger jetzt hin? Ja, primär sind sie natürlich auf A, aber da wird schon auch gecallt, ja, hier bei C ist was und da sind noch sofort drei Leute hingelaufen. Jetzt merken sie aber langsam, oh wait, das ist glaube ich nur einer. Aber sie rotieren auch wieder rum hier. Die Runde der Unentschlossenheit. Ja, so Sonix am Abend schafft es, Braxco rauszunehmen. Kane mit dem Counterkill auf Sonix, Dalukard geht auch noch down, Dalukard kriegt aber nochmal einen mit der Nate oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. 3-3 jetzt hier gerade. Barriere oben, der Highground wird zugemacht, Heaven ist nicht mehr im Spiel. Über A kurz kommen sie jetzt sofort. Oh, Chris verschwendet hier gerade sehr viel Munition an die Wand. Luki und steht in einer guten Position. Ja, 1-on-3, sie wissen, wo er ist. Einer kommt von hinten und das war's. Ja, und da holen sie sich den 7. Punkt, aber Luki stand hier gerade so gut mit dem Double Kill, Wahnsinn. Eieiei, also, mir fehlen die Worte langsam. Ich habe auch so viel geredet heute. Langsam ist mein Konto leer. Abgefahren, ja, was hier für Shots noch fliegen. Auch zu dieser Uhrzeit, ja. Ja, absolut genial. Ich schreibe gerade nochmal die... Ich gehe davon aus, dass diese Halbzeit etwas länger dauert. Deswegen schreibe ich die... Könnte passieren, ja. Dalus Race jetzt auch auf der Attack-Seite zu sehen, wird absoluter Genuss. Und man sieht hier gerade auch schon, die stehen gerade zu zweit bei A kurz und da geht der Cypher der Offensive einfach auf A lang und drei Stück, beziehungsweise zwei, aus der Defensive stehen hier nochmal in dem Double-Door-Raum. Schöner First Kill von Kaint mit der Shorty. Alle stehen jetzt hier gerade auf Close Combat. Alle haben eine Shorty gerade aus dem Defense-Team. Komplett. Dalukard mit dem Counter-Kill nochmal auf Kaint. Alle spielen nur Shorty. Aber er kommt nicht zu Double Door. Ich dachte, ja, jetzt sehen wir mal die Double gegen Dalu. Aber die sind natürlich jetzt schon auf A durch. Und da werden sie auch planten können. Aber an Kurz steht noch eine kleine Überraschung. Das stimmt, ja. Aber über Kurz geht gerade da vielleicht die Race. Oh, die schießt sie einfach durch die Wand durch. Woher weiß er das? Dalukard nimmt Braxco mit und kriegt hier nochmal den Kill auf Rex. Damit hat er schon drei Stück raus. Vielleicht jetzt hier Dalus Ace. Fragezeichen. Ja, er hat wieder diesen Winkelvorteil. Er ist eben weiter weg von der Kante und kann deswegen schon den Arm rausstehen sehen. Das ist eben das Problem bei diesen Setups, dass du doch immer noch ein bisschen Glück haben musst, dass der Gegner nicht so vorsichtig ist. Ja, und hier haben sie jetzt den 8. Punkt. Da hatte er keine Chance mehr. Goppy kann hier Lacker rausnehmen. Ich habe gerade die Frage gesehen, warum wird Goppys Name eigentlich nicht angezeigt? Das ist ein Bug. Also bei mir ist es einfach ein Bug. Der Cypher hier ohne Name ist Goppy. Ja, der Namenlose ist Goppy, die absolute Legende. Braucht auch gar keinen Namen mehr, den erkennt man so auf der Straße schon. Richtig nice Aktion auch. Wir haben dann am Ende noch ein MVP-Vote am Start. Und da würden wir euch auch bitten, noch mitzumachen. Der MVP bekommt dann einen Prozessor. Kamera aus. Genau, da könnt ihr noch mitmachen. Hast du den Link davon schon mittlerweile? Ja, ich denke, dass ich den jetzt habe. Ich muss nur noch schnell nachlesen, was für eine Prozessorart genau, denn... Der 3800X müsste das sein.
Ja, okay, klar, habe ich mir auch gemerkt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, gar kein Problem. Ja, Gobby mit dem Kill nochmal auf It's Chris. Gleicht dir aus. Es ist 4 gegen 4 gerade. Und ja, ihr könnt nachher den MVP des Turniers bestimmen, Leute. Aus den verbleibenden Winner-Teams. Und könnt dort dann halt bestimmen, wer die CPU von AMD, die auch das Turnier sponsern, an der Stelle nochmal Dankeschön, gewinnen wird. Auf jeden Fall. Das wird cool. Und die Ts denken sich, hey, wir waren jetzt gerade auf A so weit vorn, das ist ja langweilig. Wir gehen lieber nochmal zurück in die Mitte. Da gibt es noch unerkundetes Territorium und das nehmen wir jetzt ein. Und die CTs haben das jetzt auch schon gemerkt. Rax mit dem ersten Contact. Super wichtig, dass jetzt seine Teammates mitkommen. Aber Sonix killt Brexco und jetzt gehen sie wieder zurück auf A. Es ist ein Switcheroo mit 30 Sekunden auf der Uhr. Ja, sie switchen hier schon wieder hin und her, wollen hier die Gegner die ganze Zeit baiten. In der Mitte haben wir gerade noch ein Battle zwischen den beiden Cyphers und Rex kann sich hier behaupten. Das ist aber ein 3 gegen 2. Die Defensive ist im Nachteil. Die Bombe wird platziert. Und der Lacker wird jetzt hier von hinten kommen. Wir haben keine Kohle auf der Defensivseite. Da wird höchstwahrscheinlich gesaved. Aber auch in der nächsten Runde können sie dann nicht viel investieren. Sie haben dann aber wenigstens eben 2 Rifles dabei. Und das heißt, sie haben die Möglichkeit, irgendwo was zu spielen, irgendwas Aggressives vielleicht zu spielen oder einen kleinen Stack. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Wir haben auch vorhin mit den Double Barrels das Setup. Das fand ich echt cool. Ich bin immer großer Fan von solchen kreativen Ansätzen und nicht denen, wir spielen jetzt die Eco-Runde so, als wäre sie eine normale, sondern ruhig mal den Gegner versuchen zu verarschen und vielleicht ärgert er sich ja dann und das Ganze in der nächsten Runde dann wieder zu einem Kill umnimmt. Ja, auf jeden Fall hier nochmal ein Double Save von Lucka und Rex, die sich hier die Waffen saven. 9. Punkt fürs V-Team. Die müssen noch 4 Runden holen und dann haben sie dieses Finale gewonnen. Und die Zuschauer bestimmen nicht, wer das kriegt. Die Zuschauer können nur ihre Sicht da abgeben und die Teams machen das unter sich aus. Da müssen wir dann nochmal gucken, wer es kriegt. Achso, muss man da noch voten, wer der MVP wird? Ja, wir sehen alle oder wir haben alle gesehen, was Dalu angerichtet hat. Aber vielleicht ist ja jemand Fan der ganzen technischen Feinheiten im Hintergrund. So. Die Cyphers oder die Omens. Was in der Richtung. Oh, hier ging ja böse die Shots rein. Jetzt kommt hier gerade in der Mitte die Wall. Keynes ist von seiner eigenen Wall entweder runtergegangen mit Absicht oder gefallen, unabsichtlich. So oder so ist er jetzt unten. Und da kommt super viel Druck in die Mitte. In der Mitte wollen sie sich unbedingt einnehmen. Der Cypher umläuft doch gerade schon so ein bisschen. Wobei, ne. Ja, er hat sich nochmal umentschieden. In der Mitte sind sie alle auf jeden Fall bereit. Rex ist hier mit dem First Kill auf Dalukat. Oh, schönes Slowfeld von Kane. Das Timing war perfekt. Genau so muss es ausschauen. Trilux aber gegen Lacker. 3 gegen 4 für die CTs. Jetzt 2 Spieler auf B haben. Schöner Kill nochmal auf Kane. Und da wird nochmal gerest. Und da kann der Gobbi direkt den Double Kill holen. Das war gut gedacht, aber genau im falschen Moment. Genauso wie Gobbis Cage. Und Rax dreht durch. 3 Kills. Trilux im Sprung gegen Chris. 1 gegen 2. Rax macht es dicht mit dem 4K. Boah, das war auch so wichtig für das Spiel, dass sie hier die Kontrolle behalten über den B-Spot. 4 gegen 2 zwischenzeitlich, glaube ich. Es war etwas unübersichtlich. Viel zu viel. Das Problem ist bei dieser Map, diese 3 Punkte machen das halt sehr, sehr durcheinander alles. Und da kriegst du teilweise einfach nicht mit, was passiert. Ja. Ja. Manchmal chaotisch, da hast du vollkommen recht. Da musst du auf Trab bleiben. Finde ich aber auch bei Dings. Na, bei Nicht-Split, bei Bind, mit den Teleportern auch interessant. Weil da kannst du auch sehr cool faken und rumrotieren und sowas. So, der nächste Angriff soll vielleicht wieder in Richtung Mitte gehen. Double Doors werden hier schon gerade zugesmoked. Hier wird schon einfach wieder durchgeballert. Immer schön Prefine an die Ecke. C ist gerade relativ frei, aber die Cam von Cypher ist natürlich da auch in Position.
Ja, dadurch kann der Cypher sich halt auch mit auf die Double Doors konzentrieren. Und im Endeffekt stehen dann die Kamera auf C, zwei auf Double Doors, einer auf B und zwei auf A. Und schau mal, die auf A kriegen gerade Besuch von einem frechen Gob. Ja. Der zieht sich ganz schnell wieder zurück. Ja, der will doch nicht dahin. Vielleicht ist hier nochmal die Kamera. Ob die durchgeht. Ne, er wird sofort zerschossen. Aber er hat das Steps gehört, Close. Er hat doch schon den Gegner gesehen, er versucht irgendwie den Kill zu holen. Sie brauchen den Entry Frag. Aber den geben sie ihm nicht und die anderen bleiben weitestgehend stehen. Der Sova bewegt sich jetzt langsam Richtung A, aber da kommt jetzt die Action auf Double Doors. Double Doors marschieren sie jetzt auf jeden Fall rein. Hallo auch mit dabei. Lucka und Rex holen hier aber die Kills. Drei Kills gegen das offensive Team. Lucka mit dem Double Kill nochmal. Und es ist hier gerade ein 5-on-1. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Rex setzt auch nochmal zum Triple Kill nach. Sonics geht down. Und damit ist das der 8. Punkt für das Team Valorando. Ja, und es ist ein Best of One, wollte ich nochmal betonen. Eigentlich war Best of Three geplant, aber aufgrund der Serverprobleme am Anfang des Spiels, des Turniers, also die Serverprobleme waren natürlich von Riot überlastet. Deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert und wir haben uns dazu entschieden, die Spieler auch zu schonen. Wir wollen hier niemanden an die Leistungsgrenze bringen und auch haben, dass die Spieler auch Spaß haben an der ganzen Sache. Deswegen jetzt nur ein Best of One, aber es ist super knapp. 8-9 hier gerade, spannendes Finale. Eines Finales würdig. Oh ja. Und das erste Team. Da will ich morgen die letzten beiden Maps noch sehen. Oh, Chris hier mit dem First Kill auf Danukart. Der war durch die Wand, oder? Nee. Hat er noch so erwischt, hat aber dann noch durch die Wand geschossen. Für Luxi aufgefallen, Kane kann hier nochmal rausnehmen. Kane mit dem Double Kill nochmal. Und Nuki kann hier countern, aber es ist ein 4 gegen 2 und sie wissen natürlich jetzt, wo Nuki steht. Nuki ist hier total in der Schwierigkeitenposition. Chris geht hier hin und kann ihn rausnehmen. Trillux kriegt nochmal einen Kill auf Chris zwar, aber das reicht hier nicht, denn Lucka macht ihr den Sack in dieser Runde zu und es ist 9-9 Ausgleich. Okay, es ist wieder ein 0-0. Wir haben auch beide Teams mit Waffen. Jetzt geht's nochmal um die Wurst. Wer hat jetzt die Möglichkeit, die Oberhand zu gewinnen? Und ich habe das Gefühl, dass Gob B hier einen Plan verfolgt. Er hat jetzt ein paar Runden hintereinander B angespielt, auch eine Eco nochmal B angespielt. Beschützt unsere Heimat. Sie haben A eigentlich immer ganz gut so hin... Also er war schon am Doorstep von A. Wenn sie da noch ein bisschen drehen an der Schraube, dann kriegen sie sie ganz locker. Und dann kommen sie vielleicht auch auf den Spot. Die Frage ist, haben sie dafür den Schraubendreher, um diese Schraube noch anzuziehen? Im Moment schauen sie alle etwas ein bisschen erschöpft aus, muss ich sagen. Ja, sie warten auch hier wieder sehr lange. Also scheinbar wirklich ist es so, dass Gobby einen langsamen Plan verfolgt, wenn er hier der Teamleader sein sollte. Ich habe übrigens keinen direkten Kontakt zu ihm, auch wenn ich ihn schon predicted habe. Also wenn ihr mal gegen Gobby spielt... Nein, Spaß. Er ist immer noch der Godfather. Aber schaut euch dieses Setup an. Das wird jetzt gefährlich, weil nur zwei Spieler da sind. Und schau mal, wie weit die Sage weg ist. Die Rotation würde Jahre brauchen. Die würde wirklich lange dauern, ja. Sie gehen jetzt hier auf den Punkt. Ultimate geht hier gerade rein und sie engagen jetzt den Punkt ziemlich aggressiv, ziemlich hart. Auf den Punkt sind sie drauf. Aber noch keine Kills. Noch keine Kills. Hier ist noch niemand gestorben bisher. Dem Heaven wartet er aber schon. Da kommt hier gerade Chris auf den Punkt, der sofort rausgeholt wird. Sonics kriegt nochmal einen Kill auf Kane und damit gerade zwei Kills für die Offensive. Lucka kriegt nochmal einen Counterkill und da geht er gerade auf den Punkt. Rex auch hier nochmal von der Seite. Double Kill für ihn. Nuki und Dalukat raus und jetzt ist hier ein 3 gegen 2 Defensive im Vorteil. Ultimate hier geht gerade auf den Punkt vom Brimstone, die aber nicht mehr viel machen kann. Sie wissen gerade, wo die Gegner sind. Da kommt der Teleport nach oben. Ist ja gerade geblindet. Sonics mit dem Double Kill setzt zum Triple Kill nach und es ist Sonics, der hier nochmal gut für sein Team regelt. Trillux regelt aber dann das Ende und kann Brexco rausnehmen. Es ist ein 10-9 und das V-Team ist im Vorteil. Interessanter Schlagabtausch direkt auf dem A-Spot. Es wurde super knapp und da merkt man auch wieder, in diesem Game geht es vielleicht, natürlich geht es auch darum, wie du auf den Spot kommst, sondern es geht fast schon mehr als in CS darum, wie du ihn verteidigst.
Also das habe ich jetzt zumindest mitgenommen aus dem Turnier. Viele Situationen kommen gut auf den Spot drauf, verteidigen ihn aber dann auch gegen eine Unterzahl oder wollen ihn eben verteidigen, aber schaffen es trotzdem nicht. Und da bin ich mal auch, also in Zukunft müssen wir darauf achten, wie das bei den Profiteams auch dann abläuft. Könnte eine Dynamik werden, die natürlich sehr viel Impact hat. Absolut, ja. Die, gerade was auch in der Pro-Szene passieren wird noch alles. Ich meine, das Game ist ja noch in den jüngsten Kinderschuhen, die es gibt. Ultimate geht hier gerade rein von It's Chris. Der kriegt aber keinen Kill. Und der Cypher steht schon vorm Türhörchen. Das habe ich gerade noch gerettet. Lucker mit dem Kill gerade auf Sonix. First Kill also hier für ihn. Und der Chris ist hier gerade auf dem Punkt gegen ganz viele. Schießt nochmal rein. Oh, reicht aber nicht ganz. Double Kill für die Defensive, aber auch insgesamt schon 4 Kills für die Offensive. Sorry, 4 Kills für die Defensive insgesamt. Aber auch ein Kill für die Defensive. Und es reicht hier. 10 zu 10. Es passiert so viel auf einmal gerade. Die sind so schnell. Es wird. Also, es schaut vielleicht sogar teilweise etwas ungeplant aus. Aber das ist einfach, weil sie sich so gut aushebeln immer gegenseitig. Da kommt der Slowfeld. Aber gleichzeitig dann die. Die Smoke vom Omen dazu. Dann kommt eine Wall, die wird sofort zerschossen und so weiter. Das ist ein einziges Hin und Her. Ich komme mir vor, als wäre ich ein Surfer auf dem Meer und du willst irgendwie die perfekte Welle erwischen. Aber die kommt einfach nicht. Es ist ein. Du schaffst es einfach nicht. Also in dem Fall kommt es dann echt aufs Aim drauf an und ja, auf den Plan. Und jetzt hat Gobe den Plan, wieder auf A zu gehen. Das hat vorhin schon zum Erfolg geführt, zumindest zu einem Plant. Und den wollen sie wieder haben und dann wollen sie eben die entsprechenden Knackpunkte, die vorhin zum Loss geführt haben, ausmerzen. Lucky in einer guten Position oben auf der Kiste, kann den First Kill mitnehmen, Goppy geht down. Und da aimt Trillux leider daneben, Lucky mit dem Triple Kill hier schon. Der räumt hier gerade das gegnerische Team komplett alleine auf. Kaint hilft ihm aber ein bisschen und sagt, ich will auch einen haben und nimmt Sonix mit. Es ist ein 5-on-1 jetzt gerade, alle gegen die arme kleine Sage. Die hier auch nichts mehr machen kann. Nuki geht down. Braxco nimmt sich auch noch einen Kill mit. 11 zu 10. Und jetzt, wie sieht's geldtechnisch aus? Alle haben noch Geld, alle können kaufen. Okay. Das vorhin war jetzt so eine Half-Buy-Round wieder. Hat halt leider nichts gebracht, wirklich. Und jetzt haben wir der Operator, Guardian, alles, was sie wollen auf der CT-Seite, auf der Verteidigerseite. Jetzt wird es aber auch irgendwann mal wieder Zeit für ein C-Go. Und wir sehen schon, die stellen sich für Double Door und C auch auf. Aber ist das vielleicht nicht einfach zu offensichtlich, weil sie jetzt so oft A versucht haben? Sie haben es nicht ganz geschafft. Natürlich gehen sie mal woanders hin. Und wo wollen sie hin? Nach C. Natürlich gehen sie jetzt auf C. Dreimal schon gestackt da und die anderen beiden sind auf der Double Door. Double Door ist immer gefährlicher. Cypher ist hier gerade auch auf dem Weg und trifft hier gleich die Sage. Ja, die Sage hat aber schon zugewallt. Der Call kam schon, dass es C werden soll. Und die Defense rotiert hier ebenfalls schon. Aber auch die Offensive wird natürlich nochmal gut rotieren. Ja, sie müssen auch auf hinten ein bisschen aufpassen. An dem Punkt auf jeden Fall. Dass Omen da vielleicht mal sich durchteleportet oder sowas in der Richtung. Aber sie haben eben schon sehr viel Kontrolle in Window selbst. Kobe steht da vorne gerade. Oh, der Cypher, der ist ja halt auch schon sehr nah dran. Oh, da wurde er gescoutet. Nuki geht hier down. Rex hat hier einfach wild reingeschossen, hat hier den Headshot mitgenommen. Jetzt Chris kriegt nochmal einen Follow-up-Kill auf Dalukart. Counterkill hier von Goppy auf Rex. Schönes Positioning von Rex, der hier Trillux rausnehmen kann. Und jetzt müssen sie hier schauen, wie sie mit zwei Mann gegen die vier gewinnen. Blind geht hier rein und sie gehen sofort auf den Punkt. Oh, Standby hier drauf. Kaint, Double-Kill. 12 zu 10. Für Team Valorando, es könnte die finale Runde sein. Maximal werden jetzt noch 3 Runden gespielt. Eventuell aber auch nur eine einzige. Kann Valorando hier den Sack jetzt zumachen und das vermeintlich unaufhaltbare V-Team aufhalten? Ja, da war eine kleine Portion Glück auch dabei im Window, dass da die Kills gefallen sind, teilweise durch Smokes, durch Wände und so weiter und so fort. Aber das weiß man ja auch, wo die Gegner stehen. Das ist hier in diesem Fall kein zufälliges Sprayen. Das ist ein Prefiren von gewissen Kanten. Und jetzt wird Lucker geprefired. Gobe mit dem Opening Kill. Und jetzt müssen sie schnell sein. Gobe ist schon durch auf den Spot.
Der Sova rennt um sein Leben. It's Chris gegen Gobby an A. Erstmal, bis der Support kommt. Die Defensive macht hier gerade auch was Verrücktes. Die pushen halt sehr, sehr weit raus und wollen das Ganze überraschend spielen. Sehen hier nochmal jemanden, aber da kommt schon der Double Kill insgesamt für die Offensive, die jetzt hier nochmal gut die Punkte rausholen. Das war keine gute Taktik hier von der Defensive, die gut gespielt haben bis hierhin, aber dieses offensive Pushen, dieses Überraschende haben sie versucht, aber das war nicht ganz effektiv, bisher zumindest. Braxco kann aber jetzt nochmal Trilux rausnehmen und damit gleichen sie vielleicht wieder an. Es ist gerade 4 gegen 3, Vorteil immer noch bei der Offensive. Oh, Gobby, so sexy! Schau dir das an! Gobby macht den Quadrakill voll! Nuki rundet ab, nimmt Braxco mit und das ist der 11. Punkt. Und jetzt werden sie nicht nochmal versuchen. Also sie haben hier, die Defensive ist hier gerade hart rausgepusht. Hast du gesehen? Ja, ja, Dings, Braxco war ja im Window und im Window sogar. Das ist ja noch weiter vorne, als man eh normalerweise gehen würde. Aber Gobby hatte auch das perfekte Timing, um dann den Heaven zu pushen und hat dann einen 180-Headshot serviert nach unten. Das war natürlich ekelhaft für die Gegner, aber umso schöner für uns. Und ja, nochmal A würde ich jetzt echt nicht. Aber auf den anderen Spots hat es nicht so gut funktioniert. B war so ein 50-50-Ding und C war eigentlich ein No-Go. Mal schauen, was sie jetzt aufbauen, was sie jetzt planen. Was für Ults haben sie ready? Nugi hat seinen Retz, den hat er jetzt schon eine Zeit lang dabei, wenn ich da nicht irre. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen Retz. Und Lacker hat seinen Teleport. Mal schauen, wann er und wie er den einsetzt. Ultimates jetzt hier einsetzen wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil sonst gehen sie in die finale 25. Runde. Da werden sie ja sogar resettet, oder? Da werden sie sogar resettet. Lacker kann ihr Dalukat rausnehmen, aber Sonix kriegt nochmal den Kill of Kaint mit. Und der Kill of Kaint war natürlich wichtig, denn jetzt kann nicht mehr gerest werden hier auf der einen Seite. Die Offensive ist hier gerade im Vorteil. Gobby schafft es, Lacker zu denyen. Und das war so wichtig. Braxco kriegt hier nochmal Counterkill auf Sonix, aber Sage lebt noch. Sage kann hier noch resten. Ja, jetzt müssen sie noch eine Leiche finden zum Retzen. Das wird natürlich schwer. Für die Verteidiger ist das durchaus möglich. Ne, die Verteidiger aber haben die Sage down. Da ist die Sage down, genau. Ja. Sie schießen sich jetzt gerade hier die Mauer durch, haben jetzt hier Platz, müssen also jetzt hier auf drei Seiten aufpassen. Der Engage muss jetzt hier gut kommen von der Defensive. Da kommt die Blind rein, die Blind sitzt hier gut. Da kriegt aber der First Kill. Kriegt hier Gobby. Nuki kriegt auch nochmal einen. Und es ist ein 2-on-1 jetzt hier gerade auf dem Punkt gegen die Defensive und. Da ist der Kill von Nuki auf Rex und wir gehen in die 25. Finale Runde. Beide Teams kriegen nochmal 5000 und müssen sich mit den 5000 dann alles kaufen jetzt. Das ist die finale Entscheidungsrunde. Ein spannenderes Finale hätten wir uns nicht wünschen können. Wie kann man eigentlich so geil spielen? Auf beiden Seiten, ja. Jede Runde geht hin und her. Wieder ein 2-on-1 gewesen am Ende. Wieder so eine minimale Sache. Ja, kommt da ein Stun früher oder später, dann geht die ganze Runde anders aus. Und in dem Fall war wieder Gobbe der wichtige Spieler, der in den Spot kommt, der da einen Opening Kill zieht, der den Cage hinten reinlegt, sodass die Gegner nicht rotieren können und dadurch den Spot erstmal sichert und den Gegner in Zugzwang bringt. Na dann los. Eine Runde entscheidet jetzt den Sieger des Split Push Agents Powered by AMD Turniers. Und Lack hat hier dran auf A lang gesessen, hat hier sofort den First Kill mitgenommen, aber Dalukat kann nochmal countern und hat den Braxco rausgenommen. Und damit ist jetzt hier gerade Punkt A, der sein soll. Sonix ist der Einzige, der nochmal ein bisschen rotiert. Engage hier gerade auf Punkt A. Da lang gerade einer. Sie wollen hier vielleicht, sie wollen nochmal rotieren. Offensive will nochmal rotieren. Das ist ja auch der wunde Punkt, war ja A. Die Offensive weiß jetzt, okay, wir haben da jetzt schon ein bisschen Hackmeck gemacht. Die müssen sich irgendwie darauf konzentrieren. Lass mal woanders hingehen und jetzt wollen sie Double Doors. Vorhin ging es auf C ja dann ganz gut ab und es hat in den Sieg für die Attacker resultiert. Und das wollen sie jetzt nochmal kopieren. Oh, da kommt der schöne Arrow von Sova, der hier sofort die Positions revealed. Sie wissen, wo sie sind und sagen jetzt hier, okay, alles klar, wir sind aufgefallen, wir müssen gerade nochmal switchen. Der Switch jetzt hier auf A wäre natürlich sinnvoll gewesen, aber sie entscheiden sich hier doch nochmal zurückzugehen und gehen dann nochmal auf B vielleicht. Ja, sie warten jetzt, bis die Verteidiger denken, okay, sind sie jetzt doch noch auf A gegangen? Vielleicht ja schon. Und Rex wird super wichtig in der Runde, schau mal. Oh, der Cage. Der Engage jetzt hier gerade, sie sind mit 3 Mann auf Punkt C, aber da kommt auch die Offensive mit 4 Leuten angelaufen. Und sie sind hier auf dem Punkt, Rexy und Kate nehmen sofort 2 Kills mit Chris mit dem Double Kill nochmal und das war's, GG! Valorando nimmt hier den Sieg mit
13 zu 12. Was für ein knappes Finale. Spannende Runden. Gut gespielt vom V-Team. Sehr, sehr cool.